damit ich schreiben kann. Schreiber. Die Schnecke. Ich werde angegriffen von kleinen fliegenden Viechern. Da haben sie sich aber wirklich was gedacht. Wo man so einen Cache kaufen kann. Mhm. Ne, den muss man sich selber basteln. Sehr schön aus, ne? Ja, und willst du vorlesen, was da steht? Eine Schnecke wohnte am Rand einer Wiese und war mit ihrem Leben zufrieden. Wie es ihre Natur war, war sie nicht ganz so schnell wie die anderen, die hier lebten, und ging ihr Leben gemütlich an. Doch besonders eine Grille zog sie deswegen immer wieder auf. Die Schnecke aber ließ sich von ihrem Spott nicht beirren. Eines Tages meinte die Grille: »Hey Schnecke, lass uns ein Wettrennen machen. Die andere Seite der Straße ist das Ziel.« Die Schnecke seufzte und sagte: »Gut, machen wir ein Rennen, wenn es dich dann glücklich macht.« Ich war Sieg oder Niederlage völlig gleichgültig. Die Grille sprang aber sofort davon, um auch wirklich die Erste zu sein. Die Schnecke folgte ihr langsam und gemächlich. Als es schon dunkler wurde, erreichte die Schnecke die Hälfte der Straße und sah dort die Grille liegen. Ihr Körper war von einem Auto erfasst worden und zerquetscht. Kurz hielt die Schnecke an und sprach: »Siehst du, Grille, wärst du geduldiger und gemächlicher gewesen, hättest du dieses Schicksal nicht erleiden müssen.« Dann kroch die Schnecke weiter und erreichte als Erstes das Ziel. Naja. Finde ich jetzt nicht so eine wunderschöne Geschichte. Die Geschichte ist etwas, klingt so wie selber ausgedacht. Ach so. Aber ich finde es interessant, dass die aber dann da so... Zumindest hat es sehr viel Mühe gegeben. Ja. Und auch die Schnecke dann halt dann da so zu basteln, ne? Ja, ja. Also, mal gucken, was bei den anderen Tieren da so ist. Toller Cash. Ach, ich schreibe so tolle Dose. Ja, tolle Dose ist ein bisschen frech, ne? Tolle Schnecke. Danke für die Dose. Gefunden. Übrigens, das gefunden musste man ja eigentlich nicht. Das hat man ja meistens oben. Das lockt man ja sozusagen. Eigentlich, ne? Also jetzt habe ich keinen Empfang. Obwohl da zwei Berken stehen. Tja. Jetzt muss ich das mal in den Himmel halten. Meinst du, das reicht, wenn du es in den Himmel haltst? Ja, vielleicht habe ich dann besser einen Empfang. Ja, ja, immer diese Leute, die dann da suchen, wo ist mein Empfang oder so. Haben wir denn die Dose wieder versteckt? Ja, ja, die haben wir wieder versteckt. Komm, lass uns einfach mal weitergehen. Einen Stein drauflegen. Da ist noch ein Stein. Achso. Ja, dann leg noch drauf. Leuchte mal. Damit die Decke nicht mitläuft. Das Moos gehört eigentlich was. Nee, das gehört nicht da drauf, das war nicht da drauf. Nee. So, jetzt habe ich halt angefangen. Nee. Aber ich habe jetzt drei Empfangsbalken. Ja, die Cache gehören aber nicht zusammen, also sind nicht in einen Rundweg. Deswegen müssen wir mal gucken, welchen Cache wir dann jetzt nehmen. Deine ist irgendwie heller. Deine ist heller. Ja, du hast auch nicht mehr Saft in der Batterie. Ja. Eben hat man es ja verglichen, da war deine. Na gut. Mal gucken, wo wir jetzt hingehen.